zeigen Sie, dass die Geschwindigkeit zu dieser Zeit t0 maximal ist. Damit man das zeigen kann, müssen zwei Bedingungen für die Funktion v2 an dieser Stelle gelten. Nämlich einerseits muss die erste Ableitung an dieser Stelle t0 gleich 0 sein und es muss die zweite Ableitung an der Stelle t0 kleiner als 0 sein. Da wir ja schon wissen, dass die Ableitungsfunktion die erste Ableitung der Geschwindigkeit ist, haben wir hier also die erste Ableitung der Funktion v2 und wir wissen ja schon, dass an der Stelle t0 gleich 2 diese Bedingung erfüllt ist. Bleibt also noch die zweite Bedingung zur Überprüfung. Wir müssen einfach unsere Beschleunigungsfunktion noch einmal ableiten. v2 2' von t ist also nichts anderes als diese Funktion hier abgeleitet und minus 2 mal t ergibt abgeleitet minus 2 plus 4 abgeleitet ergibt 0. Somit ist die Ableitungsfunktion, die zweite Ableitungsfunktion der Funktion v2 sogar an jeder Stelle negativ, also auch an der Stelle t0. Somit ist auch die zweite Bedingung erfüllt und es ist tatsächlich an der Stelle t0 ein Maximum.